So, dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Ich bin der Zubrock und mit dabei ist der Kuga. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so früh aus dem Bett raus, das ist immer problematisch hier. So, und wir wissen nicht, ob hier Horde ist oder nicht. Das kriegen wir ja zu sehen, ne? Würde ich mal sagen. Das so in 3 Stunden, 44 Minuten circa. Ja, genau. Bin mal gespannt. Oh, das ist aber ziemlich dicht bei dem Militärcamp, das Wasser. Hoppala. Das war Sonnenschein mit den Steinen, sagt sie gerade. Mit dem was? Mit den Steinen, das war Sonnenschein. Hat die sich reingemogelt? Meinst du, die hat heimlich gefarmt? Nee, das glaube ich nicht. Aber man kann, also, ne? Sag aber niemals man weiß nie. Es nicht. Sag niemals nie. Ja, und sie kennt uns ja, ne? Sie könnte ja assoziieren. Stimmt. Oh, das ist noch ein dicker Baum. So. Oh. Das tut mir leid. Ich wollte das mit deinem Arm nicht. Tja, was über ist es über, ne? Oh, das mit dem Kopf auch nicht. Der ist irgendwie abgegangen. Boah, mach nichts. Spaß zu Löcher bei den Klamotten. Musst du da keine Löcher reinmachen oder so, ne? Wie gesagt. Ja, das war eh so ein cooler Dude. Der war hier oberkörperfrei. Ach so, ja, siehst du, guck mal. Ne, die richtig geile Sau. Da musst du ja mal gleich ne, positive Sachen sehen. Da brauchst du den Arm nicht waschen und auch da brauchst du ihn nie mehr rasieren. Das fällt weg. Genau. Habe ich ihm sofort gezeigt. Hier, hör mal, wenn du so cool am Posen bist, ne? Pfeil. Erfällt! So. So. Ach, ich finde diese Eisenachse Hammer, ne? Ist ja der Hammer. Na, steh auf. So. Wie gesagt, bin mal gespannt, ob wir heute Horde haben oder nicht. Und wie gesagt, wir sind auch vorher gespannt auf die 18, ne? Oh ja. Ja, das ist immer, also wenn eine neue Alpha im Raum steht, ne, da bist du immer gehypt drauf. Genau, mit den Kojoten. Kojoten, ja. Als wenn wir, wie gesagt, als wenn wir nicht schon genug Hunde hätten, weißt du? Nein, da müssen jemand an sowas kommen. Und Berglöwen und so ein Schrott. Mein Gott, als wenn wir da nicht genug von haben. Aber dafür kriegst du auch richtig schön große. Na, Fleischbrocken. Maschinengewehre. Ah. Und Army-Trucks, die du looten kannst. Oh. Und abbauen. Da bin ich mal voll verspannt, ey. So. Da ist noch ein bisschen Holz. So, ich räume das mal hier weg. Freie Sicht auf die Zombies, wenn sie kommen, ne? Wie gesagt, das kriegen wir ja noch raus. Das müssen wir heute sehen, ob die kommen oder nicht. Oh ja, wir sollten uns auch überlegen, ob wir da unsere Unterkunft von der ersten Nacht abreißen. Ach ja, die muss ja auch noch weg. Oh Mann, du. Ja, muss nicht unbedingt, aber wäre schon doof, wenn die aus der Richtung kommen und wir sie nicht sehen. Das ist wohl richtig. So, pass mal auf. Zack und zack und mach. So. Alter, das frisst ja richtig Energie. Was denn? So eine Steinaxt, hier so eine Eisenaxt, die macht schon, ne? Wo hast du eine Eisenaxt her? Ja, die hat das oben gelegen. Da habe ich mir gedacht, nimm sie mit. Der braucht sie nicht mehr. Ja, aber du solltest ja auch wesentlich schneller EP und Holz sammeln dadurch. Also Holz klappt. Ja, und EPs sollten dementsprechend auch mehr werden. Müssen repariert werden. Was? Hör mal auf zu spinnen, Mann. So. Da rennt der mit Eisenwerkzeug durch die Gegend, obwohl ich das noch gar nicht bauen kann. Nee. Du gehst fremd. Weißt du, der macht der anderer Leute Werkzeug. Weißt du, der Kugas ist eigentlich Kugas Job, das zu machen, weißt du? Und der kriegt das nicht hin, ich muss selber meinen Kram suchen. Ja, weil du mir die ganzen Level immer vor der Nase wegnimmst. Stimmt ja gar nicht. Sei einfach mal Kumpel und teil die.
Ja, was soll ich denn machen, wenn sie mir vor die Füße springen? Ja, anschießen bis auf ein HP und dann mir geben. Ach so, ja, das hätte ich ja machen können. Stimmt, hast recht. Ja gut, ich hätte es auch früher erwähnen können. Gut, dann laufen wir in Zukunft nur noch Halbtote hier rum. Halbtote, Untote. Ja, ja, genau. Die laufen nur noch mit so, na, ein bisschen Lebensenergie, weißt du, so ein Hauch. Ja. So, ich glaube, ich müsste da mal ein Bäumchen pflanzen. Oh, machst du schon nachhaltige Forstwirtschaft? Ja, da glaube ich, kommen wir nicht drum rum. Das müssen wir eigentlich tun. Also ich hatte ja schon viel Ressourcenprobleme in dem Spiel, aber ich glaube, Holzprobleme hatte ich auf lange Sicht noch nie. Nee, das stimmt. Das hatten wir eigentlich noch nie. Da ist ein Army-Camp. Waren wir da schon? Hm. Bestimmt. Ich hoffe mal. Ich denke mal. Also wir waren in zwei, wenn nicht sogar in drei Army-Camps drin. Und wir haben bei der Raketenbasis noch den Keller, den wir aufräumen müssen. Ach stimmt, ja. Wir waren noch gar nicht fertig damit. Na gut, jetzt kam leider der Tag 7 kommt dazwischen. Müssen wir mal sehen, wie gefährlich der ist. Weil so weit ist sie auch nicht weg, ne? Also zur Not können wir da noch rüber. Ja. War das 6 Uhr oder 8 Uhr? Ich meine 6 Uhr. Ich meine 6 Uhr kriegen wir Bescheid, ne? Ich will mich nicht zurück. Keine Ahnung. Also ich will mich nicht da ganz zurücklehnen. Keine Ahnung. Nicht ganz sicher. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Nee. Der Baum fällt. Ist aber echt schönes Wetter draußen, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Eigentlich so richtig schönes Grillwetter, ne? Krass. Oh, ja, legst du uns heute Abend ein Stück Fleisch auf den Grill? Ja, wenn das da liegen bleibt, ja. Okay. Klingt nach einem Plan, den ich gut finde. Sonnenschein, was haben wir eingestellt? Dieses random zeittechnisch. Plus, minus, war das 2 Tage, ne? Wir wissen jetzt nicht, ob das Tag 7 ist, Tag 8, Tag 9 kann das auch werden. Müssen wir sehen. Ich weiß gar nicht, was wir eingestellt haben. Also, wenn du stehen gelassen hast, haben wir Random Faktor 1, meine ich. Nee, ich meine, ich habe 2 ist der. Okay. Mal schauen. Ja, du hast Durst, ich weiß. Hier, trink einen Schluck. Und dann halt die Bubble. Hast du eigentlich Wasser geholt? Fällt mir gerade ein. 141 Stück. Na, super. Oh, ich sehe dich da hinten am Baum. Ja, das muss ja dann mal gegenlegentlich in den Wasseraufbereiter, nicht? Ja, werde ich gelegentlich, wenn ich zu Hause bin, tun. Das klingt furchtbar gut. Hm. Was? Was? Jo. Weiß nicht, ob ich 18. dich gehört habe oder was anderes. Glückwunsch. Sonnenschein, wir sind immer einig. Wir sind immer einig. In fast allem. Ja. Bis auf das, das, das. So. Ach, siehst du, haben wir hier schon mal abgeholzt hier, ne? Mit frischer Luft hier rein. Hier muss Licht rein, damit das hier wächst. Richtig. So, hier ist noch ein Bäumchen. Die armen kleinen Setzlinge, ne? Die dürfen nicht im Schatten sein. Genau, die wachsen denn so schlecht. Boah, das ist wirklich eine Eisenaxt. Ja. Und die macht ordentlich Bums. Ich
glaube, ne, wir sind ja in der Apokalypse. Du bist ein lohnendes Ziel, überfallen zu werden. Hallo, nackte Frau. Ach da, ich geh mal dich heran. Beachte ein bisschen mich. Danke. Beachte mich, bitte. Ja, hat mir einfach den Rücken zugedreht. Nicht doch, also. Ist doch unfreundlich, oder nicht? Das muss ich sagen. Ich hab sie bestraft. Roll da nicht runter. Loot hatte sie nicht dabei, ne? Bitte wer? Loot hatte sie nicht dabei, ne? Nee, nur ein paar Pfeile. Aha. Aber könnte sein, dass ich die in sie reingepikst hab. Oh nein. Hi. Hi, wer? Ein Ei. Ach, ein Ei. Ja. Ach da. Ach da. Oh Gott, nein. Was mache ich mit so viel? Oh mein Gott. Na gut. So. Pflanz mal. Ach ja, der Landwirtschaftssimulator. Hier in der Mod Holzwirtschaft. Nein, Forstwirtschaft. So. Das war eine andere Simulation. Oh. Oh. So. Hier diese kleinen Bäumchen, ne? Die nehmen richtig Sicht weg. Das denke ich auch. So, zack. Und ich sehe ein Vogelnest direkt hinterm Baum. Nicht doch. So, was wollte ich jetzt sagen? Das ist noch einer. Ein Ei. Sechs Federn. Uah! Hau doch nicht mit der Axt in meine Richtung. Hätte ich jetzt eine Schirmmütze aufgehabt, wäre die vorne gespalten. Na, ich hätte die Sonne von zwei Seiten scheinen können. Ist doch gut. Naja. Ob dann der Effekt von dem Schirm noch vorhanden gewesen wäre? Naja. Hätte sein können, dass es nicht so wäre. Mhm. Alter, so viele Vogelnester hier. So gut, hol viele Eier raus. So, 170 Spikes habe ich jetzt. Perfekt. Da kann man noch ein bisschen was schaffen, ne? Das klingt doch schon mal nach was. Jo. Kaputt. Boah. So, da drüben noch und dann mal ein paar Spikes setzen. Out of Stamina. Boah. Ja, so wie du da durch die Welt gehüpft bist gerade, kein Wunder. Naja. Zwischendurch noch vielleicht den ein oder anderen Ressourcenstein mitnehmen. Hab mir sagen lassen, Eisen wäre wertvoll. Wir hätten sowas gezählt. Keine Ahnung. Ich mal alles glauben, was die Leute sagen. Okay. Ich mach trotzdem mal. Super, das Blöde ist jetzt, wir haben so viel Platz drumherum in unserer Hütte, ne? Wir haben richtig viel Platz. Ja, aber das ist gut. Wir wollen normal, ja auch einen richtig schönen Garten bauen, ne? Normal müssen wir das komplett ausleuchten hier. Da können wir von fern sehen, wenn sie kommen. Da hinten laufen sie!
Wir sehen sie schon vorm Spawn. Richtig. Da fallen sie. So, irgendwelche Untoten hier in der Nähe. Abgesehen von Hunden. Nehmen wir gerne alles. Na, ich finde die untoten Bären aber auch ziemlich uncool. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ich mach mal hier die Hütte weg. Man wird hier sogar Holz verbraucht. So. Ich habe schon wieder Brand hier. Was ist denn los? Wie warm ist es denn? Hm. 21 Grad. Da kann man doch nicht so ins Schwitzen kommen. Ach Mist, hätte ich wegnehmen können. Naja. So. Hallo Vogelnestchen. Gib mir dein Ei. Danke. Hat funktioniert. Na, das ist doch großartig. So, wir haben Tag 8. Und es ist nichts passiert. Nein, wir haben Tag 7. Ja, aber Stunde 8. Ja. Es ist nichts passiert. Also brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da kommt nichts heute. Also ins Dingens? Ich würde sagen, ne? Ja, aber ich muss erst zu Hause vorbei und mich leer machen. Nachdem ich den Stein jetzt hinten abgebaut habe. Ja, das muss ich auch. Oh. Weil, wenn ich in irgendwas gut bin, dann überladen zu sein. Ja, das sind wir beide, ne? Das kann ich. Das ist das mein bester Skill in dem Spiel. So. Müllkiste, bitteschön. Und rein im Kram. Nein, wir sortieren natürlich. Mann, du bist voller Lügen. Spikes. Wo hast du die drin gepackt? Ich glaube in der linken von den Holzkisten. Okay. So, Scharfschützengewehr, glaube ich, brauche ich nicht mit, ne, oder? Nee, eigentlich nicht. Hm. Die kleine Pistole nehme ich aber mit. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, ne? Nee, warte mal, die sollen da nicht rein. Hast du denn noch deine kleinen Freunde? Ja, ja, da habe ich noch ein paar Stück von. Die kleinen Bienchen. So, das jagende Messer habe ich auch mit. Mm. So, warte mal. Na, wer hat denn hier die Tür offen gelassen? Ich wusste ja, dass du kommst. Ach so. Mhm. Dann machen wir keine Eier mehr? Ist nur ein Ei noch über? Also ich habe 2 jetzt neu gesammelt. Okay. Das ist aber auch nur einmal Schinken. Ach nicht so. So viel. Okay. So, warte mal, den will ich haben. Will ich nicht haben, weil... Halt, das kann ich schmelzen. So, zack. Ich wollte haben. Wir müssen haben, was? 5. So, fertig, abputzen. Ach nee, los geht's. Ja, los abwischen, los geht's. Gut. Ja, warte mal. Licht aus, Klappe zu. So. So, wo war denn das Ding? So, Klappe zu. Und, ich würde sagen, in, Osten war das, ne? Ich meine ja. Ja, das sieht so aus. Wegpunkt drauf und ab dafür. Okay, ich folge
mal dir hinterher. 110 Pfeile habe ich nur noch. Aber wir haben auch keine Spitzen mehr, ne? Doch, ein paar sind noch da. Ach, geht so. 110 muss reichen. Also ich habe 236 und noch die letzten 13 Steinpfeile. Ich könnte zur Not noch welche abgeben. Ja, wenn das drauf ankommt. Warten wir es ab. So. Oh, Schmerzmittel. Oh, Ausdauer. Ausdauer. Verdammt. Was? Ich habe an dem Holz vorbeigeschlagen und habe das Gras getroffen. Beim Nicht Laufen. Da. So, warte mal hier. Wo ist denn die Abschussbasis? Da oben ist sie. Da. Atomkraftwerk, wir kommen. Nee, Abschussbasis. Atomkraftwerk war ein anderes Spiel. Ach, stimmt. So, wie viele sind noch da? Ich hoffe nicht so viele. Die sind bestimmt alle wieder gespawnt. Wir müssen ja... Wo waren wir denn alles? Hier sind oben. Wir da schon runtergegangen? Hier oben waren wir schon überall. Aber wir sind ja, aber noch, waren wir da auch schon im Keller? Hier im Keller sind wir noch nicht gewesen. Ja, da kommen wir ja in die Dingsbums. Sag mal schnell. Schnell. In die Tiefgarage, glaube ich. Achso, da sind wir gewesen. Tiefgarage waren wir schon. Ja, Tiefgarage waren wir schon. Oh, hier ist noch Loot. Ja, Gammel-Sandwich. Nicht doch. Oh, hier auch. Hallo, die, Tiefgarage. Na, wie gesagt, in der tiefen Garage waren wir schon. Aber die haben wir nicht gelootet. Hier ist alles leer. Dann war nur der Müllsack nicht leer. Oh, hier, da war noch was drin. Wie? Da war nichts drin. Beschiss, Pappkarton. So, wie gesagt, hier waren wir schon drin, haben wir durch. Schönen guten Tag. Hier waren wir auch schon. Keiner da. Wie gesagt, die Bude haben wir eigentlich durch. Ist überall noch Loot drin in den Müllsäcken. So, auf jeden Fall hier ist eine Holzrahmengeschichte drumrum. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ging das hier weiter, oder was? Ja, in den Raketensilo. Ah. Weil, guck mal runter. Und guck mal hoch. Stimmt. Kann man den nicht kaputt machen? Oh ja, das geht doch. Genau, hauen wir mal mit einer Steinaxt auf eine Atomrakete. Ja. Bestimmt die klügste Idee, die man haben kann. Ja, hat Spaß gemacht, euer Leben. Da unten liegt einer. Warum liegt denn der da? Was? Wo? Nicht nur da oben. Oh oh. Irgendwo ist jemand wach geworden. Aber wo denn? Ich weiß nicht. Ich traue dem wieder so. Hier ist ein Jagdgewehr. Ah. Aua! Was denn? Hinter mir! Geh weg! Ja! Sag mal! Wo kam der denn her? Keine Ahnung! Vorsicht! Scheiße! Oh, der hat mir gut einen um die Ohren gegeben. So. Bleib auf den Knien! Auf die Knie! Los! Oh, ja, Rücken geht auch. Hier ist noch mehr los. Ich bin da oben, da oben. Geh weg! Was denn? Wo kam der denn her? Da, backt sich durch den Fußboden. Nein, oh mein Gott, nein! Okay, kurz Panik. Ja.
Mir ging es genauso. Oh, mein Gott. Oh, wo kommt denn her? Oh, hallo, hallo, hallo. Aber hier ist wirklich ein kleines Bugproblem, kann das sein? Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Das sind? Wir überleben oder wir sterben. Ah, okay. Nehmen wir einen von den beiden. Haha. Pieks. Glaubt der es hin. Gut. Und nicht hier runterhüpfen. Und sieht gut aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die nächste Dame Herren ist. Ich guck mal hier kurz um die Ecke. Ich komm da hin. Ist eine offene Tür. Würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Mit Loot. Hier waren wir noch nicht. Nee. So, Jungs, leer. Ich bin bewaffnet. Toll. Ich bin bewaffnet, Freunde. Ich habe hier eine. Ach, guck mal hier, das ist der Weg nach draußen. Da hat einer die Tür ganz. Oh, das ist keine gute Idee. Haben wir keinen Molotow? Das ist auch keine gute Idee. Wir müssen hier raus. Mach hier die Tür auf. Wir müssen weg. Wieso? Ich bin ganz unten. Mist. Hilf mir! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Es waren ein paar mehr, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo du bist. Na toll. Oh nee, ich habe mir ein Bein gebrochen. Na toll. Das läuft. Ich bin jetzt richtig schnell. Ich wünsche dir viel Spaß, meinen Rucksack freizuschießen. Da kamen sie aus drei Richtungen. Großartig. Ich freue mich jetzt schon. In welche Richtung bist du abgehauen? Ganz oben. Wo ging's denn dann nach oben? So, ich habe mir ein Bein gebrochen. Ganz furchtbar. Das tut euch furchtbar weh. Doch. Ganz dolle. Huh! Nein, 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 nein. Lauf, lauf, Sova, lauf. Die haben mich jetzt gegessen. Okay. Unsere Probleme werden dadurch jetzt nicht kleiner. Ich fürchte eher größer. Aber ist eine Herausforderung, würde ich sagen, ne? Wir sind ja wieder im Leben, weißt du? Dieses und wieder im Leben, super! Scheiße. Wo bist denn du? Ja, auf dem Weg Richtung Rucksack. Aha. ich habe noch ein kleines Problem. Das da wäre? Keine Munition und so ein Krams, ne? Dasselbige Problem habe ich auch. Ah, sind wir schon zwei. Das ist schon mal brillant. So. Aber das Bein ist nicht mehr gebrochen. Das ist schon mal ein großer positiver Wert. So. Super, das ist das Beste, was dir passieren konnte. Genau. Ich komme mal hinterher. Geschwind. Ja, da ist jetzt eine kleine Rockerhorde. Ah, was waren die denn? Zwischen uns irgendwo. Keine Zeit für so ein Spielkram. So, wie kommen wir jetzt? Am besten dahin. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Wie das hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, nächste Folge geht's weiter. Mal schauen, ob wir unseren Rookie bekommen. Du bist ja echt so ein scheiß Cliffhanger-Mensch, ne? Ah, du liebst das doch auch. Gib's zu. Ach so. Ne? Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Jo, tschüssi.